Hallo, ich bin die Nina Dulek und ich ahne und weiß, dass ihr alle schon mal wissen wolltet, wie man ein Monster zeichnet. Und ich ahne und weiß außerdem, dass ihr alle das Gefühl habt, ich kann überhaupt kein Monster zeichnen, weil wenn ich ein Monster zeichne, dann sieht das ja gar nicht aus wie in echt. Deswegen bin ich heute hier versammelt, um euch zu zeigen, wie es geht, weil das ist total einfach. Und ja, ich starte einfach mal. Also, Vorzeichnen ist immer erlaubt. Hier haben wir eine Birne. Eine Birne kriegt jeder von euch hin, weil die habt ihr auch schon mal gegessen und die schmecken ja gut, also schaut man sie sich vorher auch an. Ich würde jetzt mal sagen, das hier ist schon mal ein ziemlich prächtiges Kurzvormonster. So, die haben natürlich auch sehr lange Arme. Manchmal, wenn man nicht weiter weiß mit einem Gesichtsausdruck oder so, kann man auch in den Spiegel schauen. Das kann man auch bei Monstern, also nicht, dass wir jetzt alle Monster sind, aber manchmal ist die Ähnlichkeit doch auch verblüffend, je nachdem, zu welcher Tageszeit man guckt. Mache ich noch Hörner dran, dann ist es noch monsteriger, noch Öhrchen. So, habe ich jetzt vorgezeichnet. Und dann machen wir jetzt Augen. Die sind natürlich auch ein bisschen größer bei Monstern. Und dann habe ich mir gedacht, die Nase ist ja immer total schwierig, oder? Von daher mache ich keinen. Ich mache keine Nase, sondern ich bestimme, und das ist das Coole beim Zeichnen, dass das ein voll freundliches Monster ist, weil sonst kriegt ihr ja auch alle Angst und schaltet das Video ab. Und das kann man am besten durch die Augen und den Mund bestimmen, wie so ein Monster ist. Ob das lieb ist oder böse. Wenn ich zum Beispiel, ich mache mal hier nebendran, so einen Mund mache hier mit solchen Zähnen, ja, ich höre euch schon alle schreien, deswegen mache ich das nicht weiter. Man kann den auch so rum machen, so eine Banane und so. Dann ist es mehr so ein Monster, dem man nicht so ganz über den Weg traut. Aber dieses hier ist auf jeden Fall erstmal freundlich, deswegen werden die Augen auch so groß. So. Und weil ich es eigentlich grün haben will, mache ich nochmal ein bisschen so. Einfach drüber. Beim Zeichnen ist natürlich das Coole, dass das nicht aussehen muss wie echt. Sonst macht er auch keinen Spaß. Kennt er bestimmt. Deswegen hören die meisten Leute auch auf zu zeichnen, weil sie fangen an zu zeichnen und dann ist das nicht wie auf dem Foto. Und das Coole bei Monstern ist, dass es sowieso keiner weiß, wie die aussehen. Das heißt, du kannst machen, was du willst und es ist einfach ein Monster. Also noch ein bisschen mehr Fell dran. Weil sonst ist das Monster ja so nackig und das wäre dann zu gruselig. Deswegen mache ich jetzt hier noch Fell hin. Seht ihr, das ist ganz einfach. Das kriegt ihr alle hin. Monster zeichnen kann jeder. Das ist so. Da mache ich ihm noch ein bisschen Augenringe, weil der war ziemlich lange wach gestern Nacht. Obwohl die Mama gesagt hat, dass er ins Bett gehen soll. Da war er auch, aber da kann man ja auch wach bleiben. Das macht ihr natürlich nicht, aber er hat es getan. Fell. Und da kommen die obligatorischen rosa Wangen, die mache ich überall hin. Fragt mich nicht. Also die scheinen sozusagen durch das Fell durch. So ist das bei mir. Also nicht bei mir, sondern bei dem Monster. Dann kann man noch so ein bisschen Schatten einzeichnen, damit es noch ein bisschen plastischer wird. Also plastischer heißt, was heißt plastisch? Also das hat irgendwas mit der Umweltverschmutzung zu tun und das ist total in Ordnung, wenn das beim Zeichnen passiert. Könnt ihr aber nochmal eure Mama fragen, die kennt sich bestimmt aus, was plastisch ist. So, jetzt mache ich die Zunge noch ein bisschen rötlich. Und dann, ja, also wenn man es jetzt gruseliger haben will, das Monster, dann kommt Folgendes zum Einsatz. Und zwar, dann sind die Augen so ein bisschen rot unterlaufen. Darüber reden wir jetzt nicht weiter, aber ihr werdet gerade feststellen, dass es beim Illustrieren, also beim Zeichnen, nur wenige Striche braucht.
Und schon haben wir eine andere Geschichte, nämlich zum Beispiel diese hier. Dieses Monster ist leicht unterzuckert, das heißt, es hat lange keine Bonbons mehr bekommen. Dieses Monster hat gerade festgestellt, dass der kleine Bruder alles aufgegessen hat. Augenbrauen halt, ne? Und das ist das Coole am Zeichnen, dass man im Grunde selber bestimmen kann, wie geht's der Figur, die ich gerade zeichne? Wie ist die so vom Charakter her? Und es braucht nur ganz wenige Striche. Und das sind die zwei Regeln beim Zeichnen, die ich im Grunde gerade auch so ein bisschen rüberbringen will. Jeder von euch kann nämlich zeichnen. Es geht beim Zeichnen nur darum, zum einen, dass ich Spaß habe und dass ich mit wenig Strichen viel erzähle. Wenig Striche geht jetzt bei dem Monster hier nicht, weil es halt einfach zu viel Fell, deswegen muss ich so viele Striche machen. Aber letztendlich sind es wenig Striche und ich erzähle eine Geschichte. Und das könnt ihr alle auch. Spätestens jetzt. Ach, Krallen. Hat er nur zwei. Und vielleicht noch an den Füßen. Aber keine Bange, nach dem nächsten Baden werden die natürlich geschnitten. Aber so weit sind wir hier noch nicht. Aber ihr vielleicht zu Hause. Viel Spaß beim Zeichnen.